So, ja. Endlich startet die Aufnahme auch mal bei mir. Ja, aha. Nochmal hallo für Martins Aufnahme. Hallo. Hallo. Hallo, geh sterben. Ciao. So. Das Gravitationsmodul 1 ist, glaube ich, nein, auch nicht. Wir hatten nur eins. Wir hatten gar keins scheinbar. Doch. Wir hatten eins, doch. Und wenn das war mit. Das war so. Beim. Du wolltest auch was einlagern, ne? Auch. Erz und so. Okay. Okay, das sind ja die Crew-Räume hier. Müssen wir in den Lagerraum irgendwie zurechtstecken. Hier oben ist noch viel Platz. Ja, aber ich weiß noch nicht, wie ich hier die Räume einteile. Okay, weißt du was? Ich schau kurz, wo hier die Räume anfangen. Was war das gerade für ein seltsames Manöver von mir? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Oh no. So. Okay. Tobi, hier oben habe ich jetzt Kisten hingesetzt. Nee. 2, 3. 2, 3. Ich denke mal, es wird erstmal reichen, ne? Ich brauche nur deine Angriff, wo ich jetzt erstmal reinmache. Mhm. Weil wir, wenn wir jetzt noch keinen Lagerraum haben und so. Und so. Wenn ich jetzt richtig mit der Annahme. So, letzte Folge hatte ich gesagt. Wieder Schilte. Schilte, genau. Ich wollte Schilde machen. Schilde machen. Schilde. Schilde wollte ich in die MS Erdgolum rein. Schilde. Genau. Und das tue ich jetzt auch. Aber dafür sollten wir erstmal sicherstellen, dass die MS Erdgolum auch genug Energie zur Verfügung hat, um diese denn auch. Naja, gut bei Laune zu halten, ne? Ach shit. Tobi, die kommt da nicht rein. Du hast gar keinen Eingang. Ja, bitte lass es so, okay. So, dann sag ich mal, 3 von der Wand weg, das passt. Hat mir jetzt gerade in Skype geschrieben, hat man euch auch zufällig gerade geschrieben? Nein. Ich bin auch beschäftigt, soweit ich weiß. Ja, hatte ich wohl vor, mich auch beschäftigt zu stellen. Ignorierst du das oder schaust du gerade nach? Ich versuch's zu ignorieren. Wenn man mich jetzt ein zweites Mal anschreibt, dann werde ich kurz nachschauen und mich auf beschäftigt stellen. Dann wird die Aufnahme abschmieren. Alles wieder. So, Hast du gerade den Klotz einfach nur vergrößert? Ja. Aha. Was? Ich habe jetzt gedacht, du machst das so ein bisschen reinartig, sodass man da durchherlaufen kann oder so. Nee, ich mach die jetzt zusammen. Aha. Ist da noch der Schiffskern drinne? Ja, da ist der Schiffskern drinne. Ich stelle mich mal hier rein und halte den Platz frei. Mhm. Wollen wir die Building-Blöcke mal umstellen? Könnt ihr machen. Nee, wir können die nicht abbauen, weil du drinne bist. Ach so, warte. Ja, dann reiß die ab und stell die mal irgendwo hin, wo es richtig sind. Beispielsweise ins Cockpit einfach rein. Dann steige ich lieber für aus, weil ich glaube, ich war in einem drinne. Dann musst du jetzt in den Schiffskern, um die besetzen zu können. Mhm. So. Ich kaufe mir mein Schiff. Wie schaut es eigentlich aus mit... wir brauchen noch viele oder mehr oder weniger halt mal ein paar Gravity-Moduls. Module-Moduls. Kauf! Jo, genau. Brauchst du kein Geld? Warte. Ja, doch, ich hab Geld. Ich müsste bloß finden. Sonst lief das doch viel besser. Ist doch voll komisch. Voll komisch. Wenn ich aufnehme. Mhm. So. So. Dumm. Ich. 3. Perfekt. Soll ich das denn hinmachen, das Gravity-Modul? Gleich. Also auf alle Fälle brauchen wir unten eins im Hangar später, aber
primär sollte eins... Philipp, deine Black Crow gibt es noch. Ja, man hat mich nur rausgeschossen irgendwie. Also ich war auf einmal tot. Der Core ist halt... Overheating. ...erwischt worden. Hier, du kannst es zwischen dem Abbau und den Raketencomputer stellen. Das Gravity Unit. Also dann hat man es im Cockpit da. Jo. Dann muss man aber erst voll weit nach vorne. Ja, eines zum Beispiel kommt da hin. Dann kommt natürlich in jedem Raum noch eins hin. Und beim Kernraum ebenfalls eins. Also dahin. Ich kann nicht bauen. Kern, aber lass mich erst den Kern hier fertig bauen, bevor du das beim Kernraum baust. Wo hast du die Building Blackhände gesetzt? Beim Cockpit. Im Cockpit. Alter. Oh, jetzt seht ihr, warum ich diese Funktion mit den vielen Blöcken auf einmal sitzen nicht ganz so toll finde, weil man sich halt so schnell verbaut. Und dann hat man den Salat. Genau. Gut, jetzt ist es ja gerade hier mit Dreierblöcken, da ist das ja nicht ganz so schlimm. Aber da ist das Problem vor der Tastatur. Bewegt sich gerade die... Ja, sie bewegt sich. Tobi. Ja, was? Ich hab's eben gerade mal ausgerichtet. So. Tobi wieder mit seinem Mindship seinen alten. Und lass mich doch. Ich bin ernsthaft gegen diese verkackten Fetzer geknallt. Ja. Genau das bist du. Falls du da andocken willst, du passt da nicht rein. Ich pass da rein. Nein. Ich bin nicht fett! Du kannst da nicht andocken, Tobi. Das. Zwei. Mann, zwei. Das. Ich lass es gleich. Ich mach noch den Piratenfeld, dann lass ich es einfach. Der Pirat macht mir irgendwie überhaupt noch nicht mal Schaden, er versucht noch nicht mal. Okay. Du kleiner Hacker. Wer ist ein Hacker? Martin? Martin. Chris. Immer doch. Das stimmt jetzt nicht. Achso, okay. Das ist zum Glück gar nicht verwirrend, wie man hier so umherfliegt. So, ich hätte eine nette Idee eigentlich, aber ich glaube, die ist scheiße. Du hättest eine nette Idee, du glaubst aber, sie ist scheiße, sie ist keine nette Idee. Aber erzähl uns eine nette Idee, die scheiße wahrscheinlich ist. Ja. Ist keine Idee. Doch. Warum? Ja, ich tue mir recht. Ich müssen noch Wände hin, dann kann ich euch das irgendwie erklären. Mhm. Darf ich Wände und so setzen? Wo denn? Hier, beim Cockpit. Rechts und links so. Lieber im Cockpit, da eher nicht. Aber was du kannst. Was soll das? Wieso hast du den Gravity-Block jetzt da reingesetzt? Solltest du ihn dazwischen setzen? Mach den beim Eingang können. Er sieht da viel besser am Platz aus. Hat dir genau gesagt, wo du ihn hin tun sollst. Nicht mal Befehle befolgen kann er. Er sah da viel besser aus, ja? Beim Eingang. Ah, nicht. Da guckt er nämlich unten in den Gang rein. Wohlgemerkt, ne? Das ist dann das Problem. Hast du dieses, symmetrisch bauen, dieses Teil da an? Nee, hab ich nicht. Warum ist hier denn voll der rote Strich? Wo ist denn hier bitte voll der rote Strich? Bei mir ist hier voll der rote Strich einmal voll durch die Erdglung. Siehst du den nicht? Nein, den sehe ich nicht. Ja, hast du das? Wahrscheinlich das an. Okay, warte, wie mache ich das nochmal aus? So. Du hast diese XY-Achsen-Zeugs an, das ist es. Ey, ich bin echt zu dumm zum Treffen mit zielsuchenden Raketen. Okay. Wenn selbst das nicht hinbekommt, dann ist das wirklich arm. Gehört, Martin ist arm. Hm. So.
Ach ja. Sag mal, mich würde es ja mal interessieren, ob ihr, liebe Zuschauer, und ihr, liebe Mit-Let's-Player, also du und du, also oh. Martin, Tobi, Fusel, ne? Die Volldeppen. Genau, die Volldeppen vom Dienst. Genius. Ob ihr eigentlich noch Fernsehen guckt? Ja. Selten. Selten. Einmal im Monat oder so. Jeden Abend. Jeden Montags. Abend, bevor ich ins Bett gehe. Okay. So, also bei mir ist es ja so, mit dem Fernsehschauen auch immer weniger. Jetzt mal so zwischendurch, wenn gerade irgendwas Interessantes läuft, dann schalte ich mal ein. Aber es ist nicht mehr so wie früher, dass man sich gesagt hat, oh, da kommt ein toller Film, den gucke ich jetzt. Aber nur also, nee, irgendwie. Brauchen wir noch Plex Stars? Guck im Moment eine neue Serie ja. auf Vox, die montags läuft. Wie heißt der denn? Arrow. Arrow. Ah, von der habe ich gehört. Das war doch irgendwas mit so einem Bogenschützen, ne? Ja, die ist ziemlich gut. Also ich finde die richtig gut. Mhm. Alter Fusel, du sollst die Dinger nicht in den Boden setzen. Da sind die aber noch viel besser. Der Boden dient in diesem Falle hier zum Schutz in der MS Edgar und den Protektoren. Verstehst du? Sollen sie fliegen in die Decke? Nein, sie sollen in die Wände. Was denn? Die Gravity Units. Eins auf jeder Seite und dann passt das. Dann sieht es auch symmetrisch aus. Ich glaube, ich mache mir ein Schiff. Wieso macht er. Was ja, hauptsächlich. Erstmal eins. Was hauptsächlich aus Cloakern besteht. Soweit ich weiß, auch nur ein Cloaker. Ja, was hauptsächlich aus gar nichts besteht. Mhm. Was man dann übelst leicht cloaken kann. Okay. Und dann schalte ich die Piraten so aus. Einfach nur so ein Antimatter-Kanonen-Ding. Ein Cloaker und ein Antrieb und Dingen. Ich frage mich, wie lange das hält. Wie lange man damit cloaken kann. Es kommt drauf an, wie viele Energiezeugs du hast und wie viele Blöcke. Muss man mal ein bisschen rumprobieren. Du. So, jetzt hat man mich schon wieder angeschrieben. Ich hoffe, die jeweilige Person unterlässt dies. Dann stell dich darauf auf. Ja, wir werden dich umbringen. Nee, da müsste ich jetzt aber die Aufnahme unterbrechen. Das möchte ich eigentlich nicht. Du hast das nicht eigentlich während der Aufnahmepause gemacht. Gute Frage, nächste Frage. Warum sind Bananen krumm? Weil sie sich zur Sonne neigen. Und oder weil du das Ziel L4. Ja. Also, ja, okay. Genau, jetzt brauche ich noch einen Ort, wo ich die ganzen Schilde hinpacke. Packe. Wenn du so von hinten rein, wenn du von hinten guckst, sind noch links und rechts zwischen dem Hangar und dem jetzigen Räumen noch links und rechts so große, lange Räume. Ja, ich weiß, da kommen noch gewisse Sachen rein. Also da kommen wahrscheinlich Energieblöcke rein und sowas. Und vielleicht dann auch Schilde. Do you know what I mean? Weil ich werde jetzt erstmal so einen Hauptschildraum ausfindig machen und der wird jetzt hier um den Waffencomputer sein. Oh, schon wieder ist falsch ausgewählt. So, jetzt aber. Scham dich. Nee, lieber nicht. So, man hat uns ja mal gesagt, wir bräuchten so ungefähr für die MS Erdgolorm grob geschätzt 5000 Schilddisperser. Ja, das auch immer bei. Wenn wir uns wirklich in Kampf wagen sollen, dann kommt das hin, ja. Okay. So, dann brauchen wir noch 4800 so um den Dreh. Ja, dann solltest du wirklich in diesen Gang 2, 3, 4 Reihen Schild des Perlen bauen. Ich werde jetzt erstmal die 218 hier platzieren, die ich im Inventar habe. Und besser gesagt, mal hatte.
stehen jetzt schon zur Hälfte. Beinahe zur Hälfte. Ja, es ist seltsam. Du hattest gesagt, Martin, bei Schildesperren ist es egal, wie man sie setzt. Egal wo, egal wie. Die gruppieren sich nicht. Mhm. Dann ist ja gut. Dann ist wahrscheinlich, also ich will jetzt auf alle Fälle erstmal die Erdgolem-Schlacht bereit machen. Weil, jetzt gibt es ja mehrere Piraten, also mehrere Arten von Piratenstationen und anscheinend ja auch die Piratentruppen. Richtig. Die gab es aber schon immer. Du hast die Piraten da so. Richtig große meinst du, richtig große, wie gesagt. Hm. Richtig große meine ich. Keine Ahnung, gab es den schon immer. Und, ja, so große vielleicht nicht, aber egal. Jedenfalls sollten wir dann die MSS Grimm so weit in Gefechtsbereitschaft bringen, dass wir dann halt auch mal, ja, platt machen können, ne? Die ganz einfach. Kaputt. Wieso fehlt denn hier immer irgendwas? Ist hier irgendwer, der immer was abbaut? Irgendwie fehlt beim Block immer. Diesen Block, den ich hier aus Schildblöcken setze, fehlt da immer irgendwie so ein kleiner Block irgendwo. Im Hangar fehlt oben an der Decke ein schwarze Hülle-Block. Ja, oh Mann. Wieso? Im Hangar fehlt. Ich weiß nicht. Weißt du was? Grade. Jetzt nicht mehr. Okay. Puse, bist du hier irgendwie am Rumklicken auch noch beim Schiff? Ja, ich baue den rechten Flügel. Mhm. Zumindest versuche ich mein Glück. Ja, es ist relativ schwer gebaut. Ja, nein, überhaupt nicht. Ich dachte, ihr wolltet nicht mehr weiterbauen an der Erdbeeren. Ja doch, jetzt irgendwie schon. Jetzt, wo man wieder ein bisschen Geld hat, also ich will jetzt nur eben die ganzen Schilddisperser hier verbrauchen. In der einen Kiste sind ganz viele schwarze Hülle, ne? Ja, aber wie gesagt, nur die Schilddisperser. Penser, Disperser, was auch immer. Keine Perser, Philipp. Penser. Mhm. Von was machen wir jetzt eigentlich wieder die Rezepte? Schwarze Hülle, Glas. Noch irgendwas? Ich glaube, das sind erstmal die, die wir auf alle Fälle brauchen. Glas brauchen wir nicht. Naja, können wir. Wie auch immer. Glas bringt viel Geld. Schwarze Hülle brauchen wir auch nicht. Leckere Wedge brauchen wir dann. Mhm. Wie viel brauchst du denn ungefähr? Ja, genau. Viel. Sehr viel. Über 5000 auf alle Fälle. So. Ich finde das doof, dass man Black Hole Red, also dass man die Ranches, also die Schrägen ziemlich selten findet und da so verbaut. Wie was verbaut? Ja, diese Schrägen, diese schwarzen Schrägen und so, die findet man ja so verbaut gar nicht. Ja, das stimmt. Finde ich übrigens schade. Ansonsten könnte man die halt so abreißen wie Glas, ne? Wäre aber irgendwie wiederum irgendwo zu einfach. Naja, guck dir das Glas an. Ist irgendwie zu Glas einfach, an Credits zu kommen. Ja. Und Hülle an sich. Oh Gott. Wo finde ich das nochmal? Das ist so schwer, Philipp. Wieso musstest du das so kompliziert bauen? Schon wieder vorbei, Mensch. Du musst ja schon weg. Zusatzfrage beantworte ich dann in der nächsten Folge, warum ich es so kompliziert bauen musste. Cliffhanger! Und ich muss gleich weg. Bam, bam, bam! Genau, dann sind wir wahrscheinlich alleine. Alleine meine ich meine Wenigkeit und die beiden. Ne? Die also, beiden in diesem Let's Play. Genau, auf Wiedersehen. Tschüss. Boom, Vorsicht, da hat sich ein anderer Creeper noch anvisiert. Yeah, Dirt! Tu was!